Was ist das denn? Hä? Ich muss überlegen, wie hätte ich es denn lieber? Ach so, Ich wundere mich, die waren noch ungeschüsselt. Ah, ich depp. Das kann ja nicht gut gehen. Warum sagt denn keiner was? Ja, ich weiß, ich muss die jetzt nicht unbedingt alle rausreißen und nochmal neu machen, aber es geht, glaube ich, schneller, dass die dann gesammelt nochmal neu schüsseln, anstatt es dann bei jedem einzelnen Block durchzuklicken. Fahren wir dann mal gerade Ziel runter, sammeln den Rest von unten ein und dann verlegen wir alles nochmal neu. So. Haben wir wieder. Ja, fast. So. Le Giselle. Giselle. Blanks. Und dann hat man jetzt welche genommen? Die hier, ne? Passt das? Das passt. So. So. Ja, so. Die Wände unten müssen wir auch noch anpassen. Ich weiß mal noch nicht wie, ob ich den Raum eher dunkel halten möchte oder ob ich den sehr hell mache. Das werden wir dann sehen. Was wir da so dann verlegen. Nein! Mann. So, damit wir gleich Platz sparen, dann verschüssel ich das gleich wieder. Standard. Hallo? Nicht Standard? Komisch. Naja. Jetzt haben wir hier oben einen weißen Boden. Da gucken wir gleich mal, ob es da noch irgendwie was Schickeres gibt. Soll wie das Gras noch runterher gucken. Super. Gut. Ich bringe jetzt mal eben erst das Holz weg. Bevor das wieder für irgendwelche anderen Sachen geopfert wird. Achso, natürlich der eine wieder. Der eine wieder. Nope. Jupp. Dirt. Dirt können wir auch wegpacken. Ach, nicht schüsseln. Bist du des Wahnsinns? So. Das weg, das weg, das weg. Ok. Mathe. Wie was? Stupid. I hear an Enderman. Wo? Spielt er aber Vertreter oder was? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Draußen? Komisch. Ich geschlafen. Gut, so sieht es halt noch sehr schäbig aus, da wird sich aber auch noch drum gekümmert. Aber eins nach dem anderen, liebe Freunde, eins nach dem anderen. Ne, Rom wurde ja bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut. Es hat ungefähr eine Woche gedauert. Aber erstmal schön schlafen. Enderman durchs Fenster beobachten. Gleich vielleicht mal angreifen. Ich muss mal gerade gucken, was bringt dir mehr Schaden? Sechs. Sechs.
Wo ist er jetzt hin? Ist er einfach schon gegangen? Hallo? Der quatscht mit den Blöcken immer. Nee, 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 nee. So, was geht denn so dekotechnisch? Was haben wir denn hier? Kunst brauchen wir nicht. Bathroom brauchen wir nicht. Bedroom. Ist vielleicht so irgendwie was Teppichmäßiges. Dresser ist natürlich auch nicht schlecht. Sideboard. Dining, Dungeon, Fences, Food. Holiday. Ja. Kitchen, Lightning. Nö, Living Room. Das ist halt nur der Bärenpelz, der ist jetzt nicht so. Office, Patreon, Religion, Science, Chalkboard, Crystal Ball. Ja, da, da, Fische, Musik, Sports. Die waren, glaube ich, ganz schick. Aber gerade so spaßeshalber. Jetzt mal so rein. Theoretisch. So. Ich mache jetzt Sachen. Das ist das. Gucken wir mal. So. Wie genau das hier aussieht. Die kommen nach unten. Was muss ich hier zwischen? Oder auch nicht. Hier zwischen. Dahin. So. Nicht. Kommen die eben. Diese Pingeligkeiten. Fischernetz wollte ich nach oben machen. Hä? Achso. Okay. Da. Hey. Jo, das kommt gut. Erstmal ein Haufen Bier. Was soll der Radau? Macht er Feierabend hier. Jo. Nee, komm. Nee. Nö. Nehmen wir einfach mal das. Eine Ente. Gefangen. In einer Villa. Vor allem, weil es auch nur eine Plüschente ist. Gab's hier nicht noch was? Warte mal. Aber schauen. Fisch hängen. Hallo. So. Oh, doch, die machen sich doch ganz gut. Hat was. Also Dekokraft bringt zu einem echt Möglichkeiten ins Haus. Ist der Wahnsinn.
Wir wollten theoretisch noch ein paar mehr Türen, das heißt, wir machen einfach ein offenes Klo draus. Das mit dem Knick in der Decke, das ist hier auch noch nicht so ganz durchdacht. Das macht hier eigentlich nicht wirklich Sinn. Da geht's noch. Wobei es mit der Treppe auch eher dämlich ist. Müssen wir mal schauen. Vielleicht versetzen wir die Treppe auch noch ein bisschen. Irgendwann werden wir schon machen. Wobei weiter nach vorne geht eigentlich nicht. Vielleicht nehmen wir am Ende dann doch irgendwie eine Leiter oder so. Oder man kommt irgendwie über außen dann noch rein. Oder wir machen noch einen Anbau. Ah, gibt es Möglichkeiten, die sind eigentlich mannigfaltig. So, jetzt zum Folgenende würde ich mal anfangen, das Feld auszuheben. Wobei, ne, wir wollten ja was verzaubern. Ich heb mal eben die Jut hier ab. Alle verrottet. Wie baut man die eigentlich ab? Schwert. Axt. Ach man. So. Ich hasse das sehr, wenn hier eine Unebenheit drin ist. Das ist nämlich mal alles so katastrophal. So. So. Robot. Eint die alles gerade. Na gut, dann gucken wir mal, ob die Bücher gehen. So, ne, machen wir mal. 16 Stück wären 16 Bücher. Da machen wir jetzt nochmal den Rest hier. So. 22. 22 Bücher. Macht etwa 7 Bücherregale. Da kommen wir auf jeden Fall mit aus. Können wir die auch irgendwie benutzen oder so? Tatsache. Nice. Das ist ja mega nice. Auch noch so fancy. Gut. Dann. Ne. Ja, fast. Nein. Nein. Zuckerrohr irgendwo. Und ich habe kein Zuckerrohr mehr, glaube ich. Ne, müssen wir mal wieder neu anbauen. Oben bei der Quatsch. Habe ich hier noch irgendwo was drin? Unter Essen wird es wahrscheinlich auch nicht gefallen sein. Okay, schauen wir gerade oben nochmal nach. Ansonsten müssen wir mal schauen, wo wir an Zuckerrohr rankommen. Ich wüsste nicht, warum es hier sein sollte. 4 Stück. Das lohnt eigentlich nicht. Müssen wir mal schauen, ob wir müssen dringend mal welches anbauen. Muss jetzt keine absurde Menge sein. Reicht ja so ein Stack erstmal. Woraus wir halt Papier machen können. Siehst du, da haben wir noch 2 Stück. Da sind hinten auch noch welche. Machen wir hier so die oberste Schicht von weg. So. Grasen wir mal den Rand ab hier. Da hinten ist noch was. Finden wir schon alles. Zuckerrohr. Anbauen werden wir das natürlich auch noch mal vernünftig. Jetzt gerade will ich es einfach erstmal nur haben, damit wir ein bisschen können wir Dingens
geht das auch noch irgendwie anders. Reis. Okay. Reis. Okay. Muss man so hinnehmen. Schaue ich mal eben noch schnell auf anderen Gabelungen vom See. Wobei es ja auch schon wieder dunkel wird. Es ist ja nicht so gut. So Fehler am Platz nehme ich auch noch mit. Wir nehmen das ja einfach alles mit. Wir haben noch 4 Stück in der Kiste. Die können wir ja nochmal gewinnbringend neu anpflanzen. Und dann machen wir uns mal eine vernünftige Zuckerrohrfarm davon. Beziehungsweise halt keine Farm, sondern eher ein Feld. Ein Feld neben dem Haus oder so. Wir haben ja eh noch schon im Pool da stehen. Packen wir noch ein bisschen Sand rein, dann geht das. Machen wir erstmal mit dem, was wir haben. Verzaubern das Schwert. Das Schöne ist, man kann das Schwert dann auch mal wieder noch nachverzaubern. Das heißt, im Prinzip geht da nichts verloren. Ich wollte jetzt nur nicht nur 2 Level da rein investieren. Das wäre jetzt wär Schluss gewesen. So. Ich brauche ja ein Dable. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 18 Blätter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, auch schon wieder 2 Regale voll. Wenn wir jetzt noch Holz hätten, Holz haben wir unten. Brauchen wir, aber nehmen wir am besten. Irgendwas. Irgendwas Billiges hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Also, Unverschämtheit! Ich bin jetzt hier und. Spanner. Mist, es war eine blöde Idee, das Bad hinzubauen. So ein Dreck. So. Wie genau muss das denn jetzt? Theoretisch können der nächste. So müsste es ja eigentlich gehen, ne? Mit theoretisch noch mehr Platz nehmen können, aber wenn es so funktioniert, sei es erstmal okay. Was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne entzünden, glaube ich. Knockback ist auch nicht schlecht. Ups. Smite? Ey! Ach nö! Mann. LOL. Man kann Verzauberungen runter verzaubern? Warte mal. Wie geht das da nur einmal? Halt. Das muss jetzt investigativiert werden. Anhand einer Angel. Oder dieser komischen Leggings hier. Okay, es geht nicht. Na gut. Das hätten wir gerne. Smite, Fire Aspect, Looting, Unbreaking. Unbreaking. Wären sich gar nicht mal so doof. Und dann noch Fire Aspect. 1. Irgendwie noch 19. Also, so waren es 19. Jetzt noch ein Knockback dazu nehmen. 2-mal. Das geht nicht. Ich will mal Unbreaking nicht nehmen. Okay, ich möchte aber Unbreaking. Knockback. Unbreaking. Schärfe? 2?
3. Sharpness und Knockback, toll. Unbreaking. So. Schärfe 5, jo. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Was kostet das hier? Nicht genug Level. Okay. 15,25 Attack Damage. Vielleicht dazu, dass er 6 und ein Eisenschwert hat. Diamantschwert hat, glaube ich, 12. Und das ist jetzt unser neues Hauptschwert. Ich hoffe mal, dass es nicht irgendwie verlustig geht. Wäre blöd. Und jetzt erledigen wir erstmal den Spanner da draußen. Wo ist er denn? Hallo. Schon geflohen. Sowas. Theoretisch müssten wir den ganzen Buschel noch bis zum Haus hin machen. Nur so zwei kleine Gänge zum Rumgehen hier. Machen wir vielleicht noch, schauen wir mal. Oh, ein erstes Opfer. Hat es die Hunde jetzt aufgescheucht oder nicht? Offenbar nicht. Sehr gut. Ich hau mir mal den Magen. Man sollte dann wieder für heute gewesen sein. Ich muss auch gleich mal schlafen gehen. Auch wenn man es dann nicht will. Aber man muss es ja leider, ne? Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.